Jo, hallo, herzlich willkommen zu meinem Unboxing von Pokémon Black and White. Ja, ich werde jetzt Pokémon Black and White, was ich heute bekommen habe, hier, also ich habe die schwarze Edition, auspacken. Oh, danke. Ja, also einen Tag vor dem eigentlichen Release. Ja, und werde euch das mal so zeigen. Mal vielleicht mal die Kamera ein bisschen besser drehen. So. Ah, ich habe nicht mehr Heilung, ist jetzt auch scheißegal. So. Also, konzentriert euch mal nicht darauf. Okay, und seht ihr jetzt hier meine Dings und ich habe die eben, wollen wir mal jetzt nicht zeigen. Wenn ich das habe, das ist, macht man nicht. So, warten Sie. Ja, wie ihr seht, ist das jetzt hier eine deutsche, natürlich die deutsche Version, Pokémon Schwarze Edition. Hier trefft ihr auf Reshiram, ich kann es irgendwie nicht aussprechen. Ja, und geht eben wieder per Nintendo Wi-Fi Connection und ist auch ready for Hotspot, wie sonst auch immer die anderen Games. Ja, und hier sieht man schon mal ein bisschen einiges, so wie es hinten aussehen wird. Ja, und hier steht zum Beispiel da einen, wenn ihr das nicht lesen kann, ich habe ein bisschen zu wenig Licht, ich stehe noch ein bisschen weiter nach oben. Ja. Kamera will ich nicht. Ja, und naja, egal, ich lese euch das erstmal vor. Als eine neue Welt voller noch nie zuvor da gewesenen Pokémons. Ja, was sind die wahren Absichten von Team Plasma und dem mysteriösen N? Welches Geheimnis bergen die legendären Pokémon? Erforsche die abenteuerliche Einheitsregion und entdecke alle brandneuen Pokémons. Ja, also es gibt hier wieder neue Pokémon, das wisst ihr auch schon lange, das ist alles klar. Und aber für die, die es irgendwie noch nicht wissen, ja, so sieht's erstmal an der Seite aus. Ja, und die es noch nicht wissen, die Pokémon Schwarze Edition ist deswegen hier das weiße Vieh drauf. Es gibt auch noch das andere, wo weiße Edition drauf steht. Weil das Reshiram immer nur in der schwarzen Edition kommt und das C-Chrom, das schwarze Vieh, kommt nur in der weißen. Ich finde das eben scheiße, das hätten sie eigentlich anders machen können. Naja gut, aber was soll's. Ja, also das ist drahtloses Multikartenspiel. Also mit dem Übertragen von DS zu DS. Also wenn sie mich nur einer hat, wenn sie mehrere haben, also man kann dann zu fünf sogar. Ja, das ist ja auch eine neue Version und wie auch immer schon gesagt, per Internet kann man sich dann auch sehen per Web, also per Kamera, aber nur die DSi und 3DS Benutzer dann, also DSi, also Nintendo DSi oder Nintendo DSi XL Benutzer, ja. Und die 3DS Benutzer dann später eben, der ja am 25.03.2011 März erscheint und der richtig geil ist, ja, den ich mir natürlich auch kaufen werde und dann wieder Unboxing machen werde. Das ist mein allererstes Unboxing, deswegen seit mir bin ich so böse. Ja, und jetzt kommen wir mal zum Hauptstück. Also ich packe das erste Mal aus. Wie ihr seht, ist hier ein Nintendo Streifen. Da muss ich irgendwie auf. Ich glaube, irgendwann gibt es eine Nische hier. Ja. Ja. Wie ihr seht. Ich versuche mal, dass ich sehe auch auf meiner Kamera besser aus, wie ich das sehe. Ja. Kamera eben. Wartet mal bitte. Ich mach's mal schneller scharf.
Java. Naja, gut, okay. Also, wenn ihr das nicht sehen könnt, ist es auch nicht so, ist auch nicht schlimm. Ja. Cool, ich kann mir sogar noch das Vinci. Also, hier ist ein euer Club. Oh, das ist echt dunkel. Warte mal, ich geh mal ein helles Licht. Kommt mal mit her. So, dann nehme ich das Also ihr seht hier, ist gut, diesen Club Nintendo Stammcode und hinten ist auch noch mal was Neues drauf. Hier steht da, holt ihr die neuen Infos, ja, könnt ihr euch selber noch lesen. Ja. So. Und habe ich noch nicht freigerubbelt und wird auch nicht gemacht, das wäre jetzt sonst meiner fertig. Ja. So, erstmal zu einem Kettel. Warte mal, wenn wir das weggeschmissen werden. So, also. Wie ihr seht, habe ich hier für diesen Vinici Download. War was drin, ne? Ja, und hier steht, hier zum Beispiel kann man sich ja das Vinici ab morgen downloaden. Und es hat die Pokédex Nummer 000 und sieht eben so aus. Ja. Ich werde vielleicht noch mal ein paar Screenshots machen, die ihr auch auf meiner Homepage ansehen könnt. Es wäre auch noch geil, wenn ihr auf die Homepage gehen könnt und die werde ich auch nochmal einsetzen. Ja. Und hier seht ihr eben das. Gut, also seht ihr eh alles morgen nochmal, aber ich wollte es euch nochmal so zeigen. Ja, hier die Nintendo Wi-Fi Connection Dienungsanleitung. Das sieht scheiße aus mit der Kamera. Also hier seht ihr die Bedienungsanleitung, ja, hier im Inhalt, also wie gesagt, als NOS, WLAN-Router und so weiter, Connector, hier man das eben als einstellt und so weiter. Und übrigens bei den 3DS-Spielen kann ganz anders sein. Ja, es ist auch noch ein DS-Spiel. Dann ist hier noch. Oh, hier ist er genau. Also dann ist hier noch. Also bitte diesen Pippus jetzt hier mal vergessen, ja. So. Und das ist jetzt mein Zimmer, jetzt wo ich eigentlich immer arbeite und das ist jetzt wieder Webcam. Ich mache das nicht. Also scheiße. Naja gut, also ich will es ja euch bloß noch zeigen. So. Also, das ist ja so eine Bedienungsanleitung. Ja, was wichtig ist, hier sind alles Beschränkungen und Nintendo DS und DS Lite und DSi und DSi. Ja, schnell immer. Ja, so. Und jetzt hier bekommen wir zur Spielanleitung. Die hier ist hier. Oh. Hoho. Ja, und hier auch nicht. Ja, und. Hat eben Nintendo Wi-Fi Connection und auch wieder das Nintendo Siegel. Und dann wird eben alles gespielt, so wird gespielt, wird alles erklärt. Ja. Soll ich noch sagen? Hier das Abenteuer beginnt. Und hier das Ziel des Spiels, die Hauptfiguren und hier die Grundeinstellung. Und hier geht es ja weiter vor dem Spiel und allem bla bla bla, das Menü.
Und also was, ich wollte nur was müssen zu Pokémon Black and White sagen. Also schwarze oder weiße Edition. Ja, also was soll ich erstmal so sagen? Es ist schön gemacht. Sehr schön. Und hier seht ihr auch nochmal diese ganze Hülle. Ich mache mal die Kamera drin. Oh, also seht ihr mich. Das war natürlich nicht geplant, aber Kamera weiß ich anders. So sieht es aus, wenn ich das jetzt dazu klappe, so vorne, also hinten, das habe ich euch schon gezeigt, so hier und so hier. Ja. Und so eben aufgeklappt. Ja, und ja, das ist Unboxing von Pokémon Schwarze Edition und ja gut, so dann kommt das Hauptstück. Achso, sieht das mit der Sonne aus, ich sag euch trotzdem mal, das kennt ihr ja bestimmt schon. Dann dann alle schnell bum. So, und hier ist die Pokémon Schwarze Edition. Sieht auch richtig schön schwarz gemacht, also nicht so wie die anderen alle, es ist schön schwarz und ja, was soll ich euch noch sagen, also schwarze Edition und ja, das war's eigentlich erstmal von meinem Unboxing. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir gerne mailen und in die Kommentare schreiben und ich versuche viele zu beantworten. Ja, hier nochmal die Packung. Eben hier, dass es eben ab 0 Uhr ist. Ja, bei mir ist heute keiner. So, und hier ist der DS und hier Pokémon Schwarze Edition. Ja. Ich glaube, ich wollte noch was sagen. Also, jetzt könnt ihr dann wieder am Anfang zwischen drei Starter wählen. Ich zeige euch hier nochmal. Das ist nochmal ganz groß. Ja, und. Und auf das viel trifft er eben noch im Spiel. Aber ich will euch ja auch nicht spoilern. So. Obwohl ich auch noch nicht so weit wie weiß, aber ich habe ja eh schon was angeguckt im Internet. Also, ich habe mich auch selber schon gespoilert und. Ja, trotzdem. Ja, also ich würde es euch nochmal zeigen. Ja, und gut. Ja, wir sehen nochmal Pokémon Schwarz-Weiß Edition. Aber vielleicht werde ich sogar demnächst nochmal ein Video machen, wie eben das Spiel so aufgepasst ist. MDS zeigen. Das zeige ich euch nochmal. Für den Abschluss so sah es drin aus. Und so sieht das hier aus. Pokémon Schwarze Edition, das ist hier. Ne. Ja. Was soll ich jetzt noch sagen? Spielen? Ne. Natürlich. Achso, und dann. Ja. Kann ich noch sagen, das ist eigentlich ein geiles Spiel, also sehr zu empfehlen. Also meine, gut, manche ist eigentlich noch mal eine Wiederholung, also eigentlich mit neuen Pokémon drin und er wisst ja eigentlich schon alles. Ich wollte euch eben mal das Backup ja, die Verpackung zeigen und okay, bis zum nächsten Unboxing. Ciao.